möchte ich dich mit einem Bericht aus Nehemia 9 ermutigen, diesen Bericht wirklich in dein Glaubensleben hineinzunehmen, darin zu studieren, das nachzulesen, das jetzt in dein Herz reinzulassen und zu wissen, Gott ist an meiner Seite. Nehemia berichtet über die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Die prophetische Zusage für das Volk war die, sie werden in ein Land kommen, wo Milch und Honig fließen. Der Ist-Zustand, in dem sie sich befinden, war der Wüste. Und in dem allen erleben sie Gottes Versorgung, erleben Gottes Schutz und seine Sicherheit. Da heißt es, und in einer Wolkensäule hast du sie bei Tag geleitet und in einer Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Das ist etwas, was von dem Schutz und der Versorgung und der Sicherheit Gottes spricht. Und es ist das Gleiche, was Gott heute in deinem Leben tun will. Er will heute dein Versorger sein. Er will heute deine Sicherheit sein. Er will heute dein Schutz sein. Und du kannst das wirklich eins zu eins nehmen. Ich möchte die Verse jetzt einfach nach dem Vers 12 mit dir durchgehen und sie dir wirklich in deine Situation hineinsprechen. Da heißt es, Gott gab klare Rechtsbestimmungen. Er gab große Gnade. Gott gab große Erbarmungen und die Zusage, dass er sie nicht verlassen würde. Er würde ihnen seinen Geist geben, um sie zu unterweisen. Sie entbehrten nichts. Er versorgte sie mit Wasser und hatte Geduld mit ihnen. Er hat den Bund bewahrt, den er mit ihnen geschlossen hatte. Er hat seine Treue bewiesen. Jesaja greift das auf in Jesaja 52, denn der Herr zieht vor euch her und eure Nachhut ist der Gott Israels. Das sind die großen Gnadenerweise, die großen Barmherzigkeitsdinge, die Gott dir heute in dein Leben schenkt. Er möchte, dass du das im Glauben erfasst und dass du sagst, ja, ja, ich glaube daran, dass Gott an meiner Seite ist. Er ist vor mir, um mir den Weg zu erleuchten und er ist hinter mir, weil er mein Schutz ist. Er ist vor mir, dass ich meine Augen auf Jesus richte und meinen Weg mit ihm gehe. Und der Herr wird den Schutz hinter mir und um mich herum gewährleisten. Ich bin nicht alleine. Gott ist an meiner Seite. Der Heilige Geist ist in mir, dass er mich unterweist, dass ich weiß, welchen Weg ich gehen soll. Und er wird meine Schritte zum Weg machen. Gott hat mehr für dich.